Kernphysik, sage ich mal, ist einmal die Sache Radioaktivität. Damit werden Sie auch in Zukunft unter Umständen was zu tun haben. Und zum anderen möchte ich die heutige Stunde, beziehungsweise vielleicht auch den Anfang der nächsten Stunde noch, dahingehend aufziehen. Wir werden also das, was im Skript ist, machen, aber auch vielleicht ein bisschen darüber hinaus. Und zwar, dass Sie einfach sich selbst eine Meinung bilden können über Radioaktivität. Das ist zum einen Kernkraftwerke, die ja im Moment so ein bisschen unmodern sind. Vor- und Nachteile, das ein bisschen werde ich Ihnen auch erklären, was Radioaktivität auch für Sie bzw. für Ihren Körper bedeutet, wo Sie auch Radioaktivität abkriegen können, wogegen Sie sich auch nicht schützen können, die natürliche Radioaktivität, was Sie da abkriegen. Und dass Sie dann werde ich auch, weil Sie sagen Bomben bauen, dann werde ich auch ein paar Worte darüber verlieren, über Kernwaffen. Da werden Sie auch verstehen, wie Kernwaffen überhaupt funktionieren. Da gibt es 3 Generationen mittlerweile von Kernwaffen. Dazu werde ich was sagen. Wir können auch dann über Hiroshima kurz sprechen. So, dass ich möchte auch, dass ich später, wenn Sie so ein Thema mal aufgegriffen wird in der allgemeinen öffentlichen Diskussion, dass Sie da auch selbst ein Bild mitmachen können und auch selbst mitreden können. Darum geht es auch mit. Zumal, wenn Sie in die Industrie gehen, Radioaktivität, Beispiel, man kann Dickenmessungen durch Radioaktivität machen, das heißt, wenn Sie Warmband haben, Stahl, gewalzten Stahl, Warmband, da können Sie unter Umständen, die Dickenmessung wird durch Radioaktivität gemacht. Das heißt, Sie haben eine Quelle unten drunter und oben messen Sie die Radioaktivität und die Schwankungen der Radioaktivität, um dann die Dicke zu bestimmen. Da gibt es auch Leute, die dafür verantwortlich sind. Und wenn Sie in Anführungsstrichen Pech haben, können Sie das sein. Da müssen Sie sowieso noch ein bisschen dazulernen, dass Sie zumindest ein bisschen Grundlagen haben. Also fangen wir an. Kernphysik. Oder wie heißt es so schön? Aufbau des Atomkerns. Und ich schreibe mal hin, ich werde nicht alle Überschriften schreiben, Kernphysik. Wir haben ein Atom und wir haben im Prinzip einen Atomkern. Den zeichne ich jetzt mal hier recht groß. Das sei der Kern. So, und in diesem Kern finde ich 2 Sorten von Bausteinen. Der eine Baustein sind die Protonen, der andere Baustein sind die Neutronen. P für Proton, klein n für Neutron. Die haben wir im Kern. Die beiden unterscheiden sich ganz leicht in der Masse. Ich schreibe das mal hin, das hat auch einen Sinn. 1,672 mal 10 hoch minus 27 Kilogramm und 1,674 mal 10 hoch minus 27 Kilogramm. Der Unterschied ist entscheidend. Wofür, sage ich Ihnen noch. So, die bauen den Kern auf. Und was haben wir? Protonen. Das heißt, die Protonen müssen ja, ich sag mal, in einem gewissen Gleichgewicht mit den Elektronen stehen, weil wir von außen ja ein neutrales Atom haben. Das heißt, die haben die gleiche Anzahl Elektronen, ist auch das andere Gleichgewicht da, das heißt die gleiche Anzahl von Protonen. Diese Protonen haben, wie gesagt, eine positive Elementarladung, während die Elektronen die entsprechende negative Elementarladung haben. Es könnte ja auch sein, dieses Proton, das ist jetzt so die Struktur, es hätte ja auch sein können, dass das Proton nur ein Drittel der Elementarladung hat. Ist aber nicht der Fall. Protonen haben auch eine Elementarladung.
Es gibt auch Teilchen, die haben ein Drittel Elementarladung. Gibt es auch. Ist aber jetzt nicht hier Thema. So, das ist dieser Kern. Jetzt gibt es ein paar Definitionen. Die werde ich Ihnen jetzt mal geben, weil wir die brauchen. Also Proton nochmal, Ladung des Protons plus, Proton hat die Ladung plus 1,602 mal 10 hoch minus 19, mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Exakt das Gegenstück zum Elektron. Aber nur in der Ladung. Sonst hat es völlig andere Eigenschaften. So, jetzt müssen wir mal gucken, was es gibt. Also es gibt die Kernladungszahl Z. Die habe ich schon benutzt in anderen Zusammenhang. Kernladungszahl Z oder auch die Anzahl der Elektronen auf der Außenschale. Ist damit völlig identisch. Und dann gibt es eine Massenzahl A. Und diese Massenzahl A ist die Anzahl, Summe, ich schreibe mal hin, so salopp, Summe Protonen plus Neutronen. Diese Summe, schreibe ich mal so salopp hier hin, das ist die Massenzahl A. So, und das kann man zum Beispiel auch schreiben. Nehmen wir jetzt mal Uran. Uran, Z gleich 92, A, was nehmen wir? 236 oder 238 oder 235, ist völlig egal. Nehmen wir 238. Da gibt es nämlich mehrere. So, und das schreibt man dann als U, so U oder UR, nee, U. 238 und man kann hier unten noch die 92 dran schreiben, muss es aber nicht. In dem U für Uran steckt ja im Prinzip die 92 verschlüsselt drin. So kann man das schreiben. Das Uran hat aber auch noch andere Zahlen, ich schreibe die mal drunter. A gleich 236, A gleich 235. Das heißt, das Uran kommt in drei Variationen vor. Es hat immer die gleiche Anzahl von Protonen, hat aber eine unterschiedliche Anzahl von Neutronen. So, wenn man so etwas hat, dass man im Prinzip unterschiedliche Anzahl hat, nennt man das auch, das sind Isotope. Das heißt, es ist die gleiche, es ist immer noch Uran in unterschiedlichen Ausführungen. Das nennt man Isotope. So viel vorneweg zur Definition. Jetzt ist die Frage, wofür brauche ich die Neutronen? Träge Masse oder schwere Masse zu erzeugen. Brauche ich die nicht? Ich könnte ja auch einfach, was passiert, wenn ich einen Kern machen würde und würde in den Kern nur positive Ladungen reintun. Die stoßen sich ab. Ich habe also das Phänomen, dass sich positive Ladungen abstoßen. So, das heißt, das geht nicht. Ich mache also, baue mir etwas Neues. Ich zeichne die jetzt mal hier als, ich schreibe mal ein N dran für neutral. Ich baue mir also jetzt irgendwie so etwas. Ist jetzt völlig egal. Hier machen wir wieder, machen wir hier mal ein Plus. Also irgendwie geht es so weiter. Das heißt, ich habe jetzt positive Ladung und Neutronen drin.
Jetzt sehen wir den Satz, positive Ladung, die stoßen sich ab. Ich habe jetzt abstoßen hingeschrieben. Was wäre denn jetzt hier der Fall, wenn ich das jetzt so lassen würde? Das Gleiche. Das Gleiche. Das reicht also nicht. Der Abstand zwischen den einzelnen Protonen, der ist schon ein bisschen größer geworden. Das heißt, die Abstoßungskraft ist ein bisschen kleiner. Trotzdem reicht es nicht. Jetzt ist die Frage, warum hält der Kern trotzdem zusammen? Das heißt, Zusammenhalt Halt des Kerns. Fragezeichen. So, wir haben auf der einen Seite die elektromagnetischen Kräfte. Das heißt, von jedem, ich zeige das jetzt so für ein Proton aus, von jedem Proton geht praktisch ein elektromagnetisches Feld aus. Das wäre die Abstoßung. Jetzt passiert das Folgende. Es gibt eine sogenannte Kernkraft. Oder auch für Experten starke Wechselwirkung, nennt man das. Starke Wechselwirkung ist eine Kraft. Was kennen Sie? Die normalen Kräfte, die Sie kennen, sind, einmal habe ich gesagt, elektromagnetische Anziehungskraft. Gravitation, und das war es eigentlich. Das ist das, was in unserem Erfahrungsbereich liegt. Aber letztendlich gibt es noch zwei weitere Kräfte. Schwache und starke Wechselwirkung. Und das nennt man hier die starke Wechselwirkung. Das ist die sogenannte Kernkraft. Was macht die? Das heißt, die ziehen sich gegenseitig, ich zeige das jetzt mal hier so, durch die starke Wechselwirkung an. Das heißt, die starke Wechselwirkung oder die Kernkraft wirkt der Abstoßung entgegen. Hier wäre das ein bisschen schwierig, hier klappt das. Das heißt, die Protonen und Neutronen können sich vorstellen, die werden wie so eine Himbeere zusammengehalten. Der Kern sieht auch später aus wie so eine Himbeere, können Sie sich so vorstellen. Die Himbeere brauchen wir nämlich gleich noch. Ja? Nur nicht essbar oder indirekt nur. Dadurch werden die zusammengehalten. Diese Kernkraft hat eine Eigenschaft, mehrere Eigenschaften, die heißt starke Wechselwirkung. Die ist sehr, sehr stark, das ist das Positive. Also, Kernkraft schreibe ich mal hin, stark, aber kurzreichweitig. Das heißt, die reicht nur sehr, sehr kurze Distanzen. Sehr, sehr kurze Distanzen heißt in der Größenordnung 10 hoch minus 15 Meter. Das ist so ein Kerndurchmesser. Weiter wirkt die nicht. Wenn die nämlich weiter wirken würde, was würde dann passieren? Wenn die eine Reichweite hätte von 10 hoch minus 10 Meter, was würde dann passieren? Ja, da würden sich die Kerne alle zusammenziehen und es gäbe einen großen schwarzen Klumpen, ja, und das wär's. Diesen großen schwarzen Klumpen, den kennen Sie. Der heißt nur anders. Das ist, ja, nicht schwarze Materie, aber bald. Das ist ein schwarzes Loch. Dann haben Sie einen großen Klumpen, einen riesengroßen Klumpen, der dann so sich zusammenzieht.
Die Vorstufe, weiß nicht, ob Sie kennen, es gibt Sterne, das haben Sie schon mal gehört, Neutronensterne. Bei Neutronensternen passiert nämlich Folgendes, da gibt es keine Protonen mehr, sondern die Protonen saugen die Elektronen auf und werden zu Neutronen. Und Sie haben, der ganze Stern besteht nur noch aus Neutronen. Also nicht ein großer schwarzer Klumpen, bei mir aus ein großer grauer Klumpen. Ist aber auch entsprechend. Also auf einem Neutronenstern, um das mal klar zu machen, ein Würfel Masse von einem Neutronenstern, können Sie mitnehmen? Nee. Wie schwer ist sie? Vergleich. Sehr schwer. Reicht nicht. Sehr, sehr schwer. Also, wenn Sie sich so eine alte Dampflok in die Einkaufstasche stecken können, dann sind Sie gut. Ein Würfel eines Neutronensterns, ein ganz normaler Würfel Masse von einem Neutronenstern wiegt so viel etwa wie eine Dampflok. Weil die Materie so dicht ist. Die Neutronen sind so dicht. Unsere Materie, die wir haben, besteht im Prinzip, unsere Materie besteht im Prinzip in erster Linie aus nichts. Warum? Wenn Sie hier den Atomkern haben, okay? Der habe die Größe einer Erbse. Wo setzt du dann die Elektronenbahnen an? Wo denn außen? Auf der Straße. Ich kann das schlecht zeichnen, ist ja gotisch. Ja. So. So. Kölner Dom. Okay. Wie hoch ist der? Der Kölner Dom 100? 107? Die Spitze vom Turm? Ich meine, die wäre höher. Also, ungefähr die Höhe H. Damit wir uns nicht festlegen, ja? Ich meine, die wäre sogar höher. Also, wenn Sie hier den Kern als Erbse haben, kreisen die Elektronen Durchmesser Türme des Kölner Doms. Sind ein bisschen spitzer, ist jetzt schlecht gezeichnet, ich weiß das. Das heißt, ein wesentlicher Teil des Atoms besteht aus dem Nichts. Wir haben einen sehr, sehr konzentrierten Atomkern. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir so ein bisschen was gesammelt. Das heißt, unser Kern hält zusammen durch Protonen und Neutronen, wobei die Kernkraft hier eine sehr große Rolle spielt. Diese Kernkraft ist auch letztendlich später dafür verantwortlich, dass wir ein Kernkraftwerk haben. Die ist nämlich sehr, sehr energiereich. Jetzt nochmal zurück hier. Ich hatte gesagt, ein Proton und ein Neutron unterscheiden sich in der Masse. Ganz leicht. Da. Das heißt, durch die Kernkraft wird Energie gebunden im Kern. Und Sie kennen die berühmte Formel E gleich mc Quadrat. Die spielt hier wieder rein. Das Masse und Energieäquivalent sind. Man kann es nicht ganz daraus rechnen. Normalerweise, wenn Sie ein isoliertes Proton,
Neutron, Entschuldigung, jetzt haben wir es. Das heißt, ich habe ein Neutron. Hier. Völlig einsam und alleine. Was macht dieses Neutron? Das überlegt sich spätestens nach einer Viertelstunde. Ich glaube, Halbwertszeit ist eine Viertelstunde. Dass es in ein Elektron zerfällt, in ein Proton zerfällt und ein Elektron, ich glaube noch ein Antineutrino, ist egal. Wichtig ist das hier. Das heißt, das Neutron ist isoliert nicht stabil. Das hängt damit zusammen, dass das Neutron eine etwas größere Masse hat. Und das könnte dieser Unterschied, dieser Massenunterschied, den Sie hier haben, das ist 10 hoch 27, 28, 29, 30, 10 hoch minus 30. In der Stelle unterscheiden die sich. 2 mal 10 hoch minus 30. Das Elektron hat 1 mal 10 hoch minus 30 als Masse ungefähr. Und der Rest wird als Energie frei. Das heißt, hier habe ich ein Elektron, hier habe ich ein Proton. Wenn ich die beiden Massen, das hat so gut wie keine Masse, wenn ich die beiden zusammenzähle, dann habe ich hier kann ich einen Tacken nach oben zählen und der restliche Tacken, der wird als Energie frei. Neutron bleibt, ist alleine nicht stabil. Aber im Kern, durch diese sehr, sehr hohen Kräfte, ist ein Neutron trotz der höheren Masse stabil. Das wird später noch ausgenutzt. Nicht mehr so, aber weiß einer, das hier, wo die Reaktion stattfindet? Nein, CERN auch, da findet alles statt. Also das ist immer richtig. Die Reaktion? Nee, nicht bei der Kernfusion. Das ist was ganz, ganz anderem. Haben Sie schon mal was gehört von einer Neutronenbombe? Die existiert. Ist aber noch nie zum Einsatz gekommen, soweit ich das weiß. Da wird nichts anderes wird da gemacht, als Neutronen freigesetzt. Die Neutronen sind für, das lernen wir noch, sind für organisches Gewebe sehr, sehr gefährlich. Und sind aber in einer halben Stunde im Prinzip, nein, nicht halbe Stunde, in einem Tag so gut wie weg. Gehen wir, wenn wir auf Kernwaffen kommen, gehen wir darauf ein. Wir wollen uns jetzt erst nochmal weiter mit dem Kern beschäftigen. Der Kern, stellen Sie sich bildlich vor, ist im Prinzip wie so eine Himbeere, können Sie sich das vorstellen? Den Kern, man kann theoretisch, sage ich mal, ein ähnliches Modell aufstellen wie das Atommodell. Es gibt ein Schalenmodell für den Kern. Der Kern kann unterschiedliche Energiezustände annehmen. Das werde ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Da gibt es 1S-Schalen, 2S-Schalen, genau wie beim Atom. Nur die Struktur ist noch ein bisschen anders. Da gibt es noch viel mehr Schalen. Die sind verdammt energiereich. Was wir jetzt machen wollen, sind zwei Dinge. Wir haben zum einen die Kernspaltung und die Kernfusion. Und was das bedeutet, dazu haben wir jetzt den Vorspann gemacht. Also, Kernspaltung plus Fusion. Gehen wir erstmal vom ersten aus. Wir haben die Kernspaltung. So, Kernspaltung. Das heißt, nehmen wir mal, wir haben also hier unseren Atomkern. Wir sehen, jetzt ist schon eher eine Himbeere. Und dieser Atomkern
wird in zwei Fragmente gespalten und zusätzlich wird, ja, können wir schreiben, Delta E, können noch ein paar mehr, und letztendlich wird dabei Energie frei. Das ist genau das Entscheidende. So, gucken wir mal, was kann man denn? In einem Beispiel, wenn wir ein normales Kernkraftwerk haben, da haben wir Uran 236 drin. Uran 236 gibt es in der Natur in geringeren Mengen. Und dieses Uran 236, das wird angereichert. Das haben Sie vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen oder gehört. Angereichertes Uran. Das heißt, das Uran 236, was normalerweise, ich glaube, unter 5% in der Natur ist, wird auf 30-40%, soweit ich das weiß, angereichert. Dieses Uran 236, das ist nicht stabil. Das heißt, das Uran 236, beziehungsweise 235, kommen wir gleich noch zu, Uran 235, Entschuldigung, ist angereichert, machen wir gleich, zerfällt zum Beispiel in, oh, was haben wir hier? Krypton plus, was haben wir hier? Barium? Nee, ist das? Doch, Barium. Plus, ich schreibe es mal drunter, 3 Neutronen. So, ich habe mich gerade vertan, das angereicherte Uran ist 235, Entschuldigung. Ich habe nicht richtig hingekommen. 235 ist angereichert, plus ein Neutron wird zu Uran 236. So, und das 236, das zerfällt dann. Wie kann man sich das vorstellen, diesen Zerfall? Stellen Sie sich vor, das ist eine relativ stabile Himbeere, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Jetzt kriegt diese Himbeere von außen ein Neutron dazu geschenkt. Und was macht die jetzt? Die fängt an, sich zu dehnen. So, zieht sich wieder zusammen, wird so eine Hantel hier, wird eine Hantel da. Und irgendwann bricht praktisch, wie eine Hantel, bricht das in der Mitte auseinander. Und wir erhalten zwei solche, ich zeichne das jetzt mal, so. Die bricht auseinander und wir haben zwei unterschiedliche Kerne. Diese Kerne ist nur beispielhaft, das kann auch ein bisschen was anderes sein. Da kann auch Jod dabei sein. 132er Jod meine ich. Das ist ein bisschen unterschiedlich, was da gerade entsteht. Das ist nicht immer einheitlich. Aber wenn jetzt zwei Kerne entstehen, da werden im Prinzip nicht mehr so viele Neutronen gebraucht und es bleiben 3 Neutronen über, die als einsame Wanderer durch den Kernreaktor wandern. Und als einsame Wanderer durch den Kernreaktor treffen sie auf das, jetzt richtig, angereicherte Uran 235, kitzeln das ein bisschen unter den Schultern, dass es zu Uran 236 wird und das zerfällt wieder. Ja, und das werden ja hier nicht nur ein Neutron frei, sondern im Mittel 3. Davon geht so ein knappes verloren, aber 2 bleiben übrig. Ja, und dann haben sie, wenn sie da nur hingucken und nichts tun, im Prinzip die Sache am Dampfen. Ja. Aus 1 macht 2, aus 2 macht 4, aus 4 macht 8 und dann knallt es. Das ist im Prinzip die Reaktion, die in einem Kernreaktor stattfindet. In einem ganz normalen Kernreaktor, die es ja auch noch gibt,
wie heißen die einen, Krümel, weiß ich nicht, oder Biblis, Block A, B, C, ich glaube A ist stillgelegt, B weiß ich nicht, ich glaube C ist noch am Netz. So etwas haben sie. Genau die gleichen Reaktionen laufen zum Beispiel in einem Flugzeugträger ab. Ein Flugzeugträger hat ja auch einen Kernreaktor drin. Moderne Flugzeugträger habe ich jetzt erst gelernt. Wann müssen die Stäbe wechseln im Kernreaktor? Na, wie viele Jahren? 20. 20 Jahre halten die. Also sie sind sehr, sehr lange autark. Das heißt, diese Reaktion, die stattfindet, ist sehr, sehr energiereich. Und die frei werdende Energie, muss ich mal gucken, das muss doch hier irgendwo stehen. Oh, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Also. Wo steht das doch? Ich sag mal ungefähr, ich weiß nicht genau, ungefähr 200 Megaelektronenvolt wird da frei. 200 Megaelektronenvolt entspricht ungefähr 3 mal 10 hoch minus 11 Joule. Jetzt werden Sie sagen, 3 mal 10 hoch minus 11 Joule, ist doch nichts. Müssen Sie sich auch vorstellen, ein so ein Kern ist auch nichts. Das heißt, wenn Sie 235 Gramm reines Uran-235 hätten, wie viele Atome haben Sie da drin? Eine Menge. Größenordnung. Loschmidtsche Zahl noch nie gehört? 10 hoch 23, Pi mal Daumen. Die Massenzahl in Gramm gerechnet ergibt ein Mol. Und wie viele Atome haben Sie in einem Mol? Meine 6 mal 10 hoch minus 23. 10 hoch 23. So, das heißt, nehmen wir nur mal 10 hoch 23. Das heißt, wenn wir die mit den 10 hoch minus 11 verwursten, da sind wir bei 10 hoch 12 Joule. Und 10 hoch 12 Joule sind, das ist eine Menge. Das sind nämlich schon, ja, Mega, Giga, Terra. Das ist schon ein Terajoule pro Mol, natürlich, pro Mol. 235 Gramm Uran ist wohl ungesund, würde ich Ihnen nicht raten, können Sie eine Handtasche wegtragen. Da ist nicht viel. Einen halben Bottich Margarine. Da haben Sie 10 hoch 11 Joule drin. 10 hoch 12 Joule. Das heißt, da haben Sie richtig was an Energie, die frei wird. So. Das heißt, das ist jetzt das Beispiel, sage ich mal, für Kernspaltung. Es gibt noch andere Elemente, außer Uran-235, die Sie spalten können. Was gibt es da noch alles? Thorium können Sie so spalten. Plutonium können Sie so spalten. Es gab ja mal in Hamm den Thorium-Hochtemperaturreaktor, THTR. Der ist ja eingestellt worden. Das heißt, das populärste Element ist Uran, was Sie so spalten können in Kernkraftwerken. Man unterscheidet, wenn wir schon dabei sind, man unterscheidet mehrere Typen von Reaktoren. Gucken wir mal gleich.
Wir haben. Legen wir das mal auf. In Europa sehr populär ist, ist ein sogenannter Druckwasserreaktor. So, haben wir da? Ist ein sogenannter Druckwasserreaktor. Das heißt, Sie haben hier im Prinzip das Uran. Uran 235 haben Sie da drin und Sie regeln das Ganze über sogenannte Stäbe. Deshalb habe ich auch die vielen Ordner mit. Um Ihnen das mal zu zeigen, so ein Reaktor, da kommt man ja nicht alle Tage rein. Das Bild ist ein bisschen älter. Sie haben diese Stäbe, das sieht dann so aus. Ja, sehen Sie, die Frisur ist ein bisschen altmodisch. Das ist zum Beispiel ein Element aus einem Reaktor. Und hier dieses Teil, was Sie haben, das sind Stäbe, die werden reingefahren. Die werden reingefahren zwischen diese Uranstäbe, die da drin sind. Und diese Stäbe sind aus einem Material, was Neutronen absorbiert. Das heißt, sie können ja nicht hier dem Schicksal den freien Lauf lassen und immer zwei Neutronen produzieren, die wieder neues Rambazamba machen. Das heißt, die Neutronen werden dadurch absorbiert. Und je nachdem, wie weit Sie die Stäbe reinfahren, werden mehr oder weniger Neutronen absorbiert und Sie müssen ganz genau steuern, dass im Mittel immer pro Reaktion ein Neutron übrig bleibt, um eine nachfolgende Reaktion zu machen. Diesen Steuerungsmechanismus hat man eigentlich recht gut im Griff. Ja, Sie grinsen so. Ja, ich sag mal recht gut im Griff. Soweit ich das weiß, hat es eine Ausnahme gegeben. Tschernobyl. Da hatte man auch diesen Steuerungsmechanismus gut im Griff. Da hat man Folgendes, soweit ich das weiß, Folgendes gemacht. Das Kernkraftwerk war runtergefahren. Und wenn Sie ein Kernkraftwerk anfahren, dauert das normalerweise mindestens 24 Stunden. Warum? Sie ziehen die Stäbe raus, dann geht diese Reaktion, findet statt. Hier habe ich hingeschrieben, wird Krypton erzeugt. Es kann aber genauso gut Xenon erzeugt werden. Xenon hat die Eigenschaft, wieder Neutronen zu absorbieren. Das heißt, wenn Sie die Stäbe rausziehen und Sie erzeugen zu viel Xenon, gibt es eine sogenannte Xenon-Vergiftung des Reaktors. Das heißt, die Reaktion geht rauf, Xenon wird erzeugt, sie fällt wieder ab und Sie müssen warten, bis das Xenon wieder sich beruhigt hat und dann geht wieder das langsam nach oben. Und um das Ganze zu beschleunigen, kann man die Stäbe weiter rausziehen. Das ist ja bis jetzt noch nichts Schlimmes. Und die hat man ein bisschen weit rausgezogen, um es mal so auszudrücken. Was ist passiert? Die Reaktion hat stattgefunden. Richtig gefeuert. Man hat auch gemerkt, halt, die Stäbe muss man wieder reintun. Hat man dann auch gemacht. Nur war in der Zwischenzeit eins passiert. Wenn Sie oben rausziehen, findet ja die Reaktionen hier in dem Teil besonders heftig statt. Besonders heftige Reaktion heißt besonders viel Energie, heißt besonders viel Wärmeentwicklung. Und wenn Sie richtig Wärme entwickeln, Wärme, Hitze, und was passiert dann? Diese Steuerstäbe, die verbiegen sich. Die haben ganz andere, diese Rohre, wo die drin laufen, die haben ganz andere Formen, nehmen die an. Und als man kann, normalerweise als Notlösung, lässt man die Stäbe einfach durchsacken. Das haben die auch gemacht.
Nur das Durchsacken hat nicht mehr funktioniert. Da unten die Stäbe sich, sag mal, eierförmig verbogen hatten, sind die stecken geblieben. Und dadurch konnten sie die Reaktion nicht mehr stoppen. Dadurch ist ja dummerweise eine Menge Radioaktivität frei geworden. Damals gab es, ist jetzt für Sie wahrscheinlich, ist ja schon eine Zeit her, gab es Jod, radioaktives Jod. Was macht der Körper mit dem Jod? Allgemein mit Jod, nicht mit dem radioaktiven. Bitte? Schilddrüse. In der Schilddrüse ablagern. Also sollte man keine Milch trinken, weil die Kühe ja auch Jod hatten und sowas, dass man nicht hier so einen strahlenden Knoten hatte. Was meinen Sie, nur mal eine Schätzung, wie viel Jod über die gesamte Bundesrepublik niedergegangen ist zu dieser Zeit? Eine Tonne? Kilogramm? Gramm? Milligramm? Genauer nicht. Eine Tonne. Es waren, nein, also es waren nur, in Anführungsstrichen, das ist wirklich in Anführungsstrichen, es waren nur einige Gramm. Wir haben das ausgerechnet in der Mittagspause eben mal kurz. Ich war damals noch an der Uni in Dortmund. Ja, das kann man eben ausrechnen, das ist kein Problem. Wenn man die Aktivität weiß, kann man das ausrechnen. Das sind nur einige Gramm gewesen. Das heißt, radioaktive Verseuchung ist nicht zu unterschätzen. Zumal das Jod hatte folgende Eigenschaft. Einmal lagert es sich in der Schilddrüse an und es zerfällt recht schnell wieder. In 7 Tagen, ungefähr 7 Tage, ich habe es nicht alles im Kopf, ungefähr 7 Tage ist das wieder weg. Auf die Hälfte reduziert, nach 14 Tagen ist nur noch ein Viertel da. Ja, so viel vielleicht der kleine Ausflug Tschernobyl. Was ist heute mit Tschernobyl los? Wissen Sie das? Bitte? Das müssen Sie immer wieder zubetonieren. Was passiert nämlich? Ja, das strahlt. Die Reaktion da drin findet ja weiter statt. Und die entwickelt richtig Hitze. Was hat man damals nicht machen können? Man hat das betoniert. Ja, einfach mit Beton zugekippt, ohne Ende. Ja, da soll erstmal eine Riesenkuppel drüber, soweit ich das weiß, dass nach außen das nicht mehr kommt. Das Problem ist aber ein ganz anderes. Ja, das auch noch. Da kann man 100 Jahre wieder neu betonieren. Das Problem war nämlich damals, da hat man das mit Beton zugekippt, ist ja auch richtig. Nur, unten drunter ist kein Beton. Das Ding, das sackt leicht ab. Da ist ja unten richtig heiß da drin. Und unten drunter ist so gut wie kein Betonschutz, der das abschirmt. Der Beton ist wohl ein bisschen drunter gelaufen, aber da hat man ja damals keine Wühlmäuse eingesetzt, die da unten erstmal den Reaktor freischaufeln. Das heißt, das hat man einfach drüber gekippt. So, wie geht das normalerweise? Wir haben hier den Reaktorkern. Hier stehen die Regelstäbe. Das Ganze ist in Wasser. Das haben Sie vielleicht ja auch schon mal im Fernsehen gesehen. So, dieses Wasser wird im Prinzip aufgeheizt. Wenn dieses Wasser aufgeheizt ist, was macht normales Wasser? Es kocht. So, deshalb heißt das auch Druckwasserreaktor. Das ist nämlich in einem abgeschlossenen Behältnis, das dieses Wasser überhitzt. Das heißt, wenn das Wasser unter Druck steht, geht ja der Siedepunkt nach oben. Das heißt, das Wasser steht unter Druck, wird hier rausgeholt, das warme Wasser, kommt hier praktisch in einen Wärmetauscher rein und dieser Wärmetauscher macht daraus, sage ich mal, in Anführungsstrichen normalen Wasserdampf, der dann auf eine Dampfturbine geht, wo der Generator angeschlossen ist, der den Strom erzeugt. So, hier wird es im Prinzip wieder kondensiert. Deshalb haben wir auch diesen berühmten Kühlturm da. Und das Wasser fließt wieder zurück
um hier erneut zu verdampfen. Das heißt, wir haben im Prinzip den Kreislauf, der ist radioaktiv. Der wird hier entkoppelt auf einen nicht radioaktiven Kreislauf, der dann die Turbine betreibt, und das ist im Prinzip der Kühlkreislauf. Hier steht See, Fluss, Quelle für Kühlwasser. Das heißt, man hat im Prinzip in einem Reaktor drei Kreisläufe. Den primären Kreislauf, der radioaktiv ist, den sekundären Kreislauf, der die Turbine antreibt, und den tertiären Kreislauf, der es wieder kühlt, das Wasser. Das ist so eine Sache eines Druckwasserreaktors. Es gibt noch Schwerwasserreaktoren. Schwerwasserreaktoren zum Beispiel ist, normal, wenn Sie Wasser haben, haben Sie ja H2O, wobei H, jetzt sind wir wieder bei der Kernphysik. Es gibt mehrere Isotope. Normal haben Sie H1,1. Das ist Ihr normaler Wasserstoff. Sie können aber genauso gut erzeugen 1,2, sprich mit einem Neutron, oder Sie können auch erzeugen 1,3 mit zwei Neutronen. Das sind die drei Isotope des Wasserstoffs. Und wenn Sie die mit Wasser verbinden, das hier nennt man Tritium. Tritium, das ist Deuterium. Das ist schweres Wasser. Schweres Wasser hat ganz andere Siedepunkte. Sie liegen viel höher. Deshalb können Sie auch einen sogenannten Schwerwasserreaktor bilden. Es gibt sogar Reaktoren, oder es gab Reaktoren, die hatten als Kühlmittel kein Wasser, sondern flüssiges Natrium. Das wurde richtig heiß. Ja, Natrium können Sie ja schmelzen, so wie jedes Metall. Da wurde mit Natrium gekühlt und auch die Wärme abgeführt. Da gibt es also unterschiedliche Varianten. Wenn Sie also einen Reaktor haben, der nicht unter Druck steht wie dieser, Natrium muss natürlich auch ein extra Kühlkreis drauf, der abgeschlossen ist, gibt auch sogenannte Siedewasserreaktoren oder Leichtwasserreaktoren, da können Sie ganz andere Vorbeugemechanismen machen. Deshalb kommt es darauf an, was für ein Reaktortyp gebaut wird. Zum Beispiel in Schweden, da hat man Reaktoren, die auf Wasserbasis gehen, ich glaube auch Druckwasserreaktoren. Wenn da mal was passieren sollte, die haben oben in der Kuppel so ein Bottichbohr. Und der Bottichbohr wird einfach ausgekippt. Und Bohr hat die Eigenschaft, Neutronen zu absorbieren. Löst sich sofort im Wasser, geht sofort in den Kreislauf drumherum und absorbiert die Neutronen. Haben natürlich dann verseuchtes Wasser. Aber okay, lieber verseuchtes Wasser als verseuchte Gegend. Um es mal so auszudrücken. Das sind die unterschiedlichen Mechanismen, die Sie anwenden können, um Reaktoren zu schützen. Fragen hierzu. Das sollte Ihnen mal so einen kurzen Einblick geben. Also eine Methode, den Abfall sicher zu entsorgen. Ja, in die Sonne schießen oder so in den Weltraum schießen. Na, da haben sie auch dann radioaktiven Müll rumgehen. Also, radioaktiven Müll kommt ein bisschen drauf an, wie viel Restradioaktivität er hat. Ich sage mal, erstmal die abgebrannten Stäbe, die werden wieder aufgearbeitet. Da ist Uran-235 ja noch jede Menge drin, was nicht verbrannt worden ist, weil dann irgendwann die Kettenreaktion nachlässt, weil die eben mehr verstreut sind, die Uranatome. Schwacher radioaktiver Müll, der wird teilweise einbetoniert oder teilweise auch in Plexiglas getan. Und irgendwo könnte man den verbuddeln, sage ich mal. Das halte ich für relativ sicher. Das Ganze wird ein bisschen unsicher,
aber da sollte man sich auch ein paar Gedanken drüber machen. Da steckt ja allerdings auch nicht so tief drin, muss ich Ihnen dazu sagen. Das wird ja normalerweise in Fässer verpackt. Und man muss sich einfach Gedanken machen, wie man diese Fässer aufbaut. Ob man da jetzt Edelstahl nimmt oder wie auch immer. Eigentlich ein sehr beständiges Medium. Bitte. Ja, da bin ich auch ein bisschen skeptisch. Aber ich glaube, wenn man Fässer sauber lagert und relativ trocken, dann hält das Ding auch. Vor allem kann man dann ja auch noch da durchgehen und kontrollieren. Und nicht, dass man da irgendwie wieder Salz draufschüttet und dann hofft. Ja. Nee, auch, das sind auch, glaube ich, schwer radioaktive in den Fässern. Ja, das ist dann in diesem Castor-Behälter. Aber man muss sich überlegen, man kann natürlich die Sicherheit hochtreiben, das kostet natürlich Geld. Und irgendwann muss man überlegen, wie viel Geld will ich investieren dafür. Und das ist dann auch mehr eine politische Entscheidung. Normalerweise der Castor-Behälter, der ist verdammt dicht. Die Castor-Behälter sind verdammt dicht. Und wenn der Castor-Behälter auch an Ihnen vorbei fährt, sag ich mal, kommen wir noch zu, da gibt es die Einheit Becquerel, da kommt nicht viel raus. Also, das ist nichts, was da rauskommt. Das die Endlagerung von Uranabfällen, sag ich mal, ist noch ein bisschen kritisch zu betrachten, das gebe ich zu, aber normalerweise müsste man das Problem auch lösen im Salzstock. Aber ich habe noch keinen Salzstock von innen gesehen, muss ich auch dazu sagen. Weitere Fragen dazu, soweit ich sie beantworten kann. So, jetzt haben wir die eine Seite. Die eine Seite wäre im Prinzip Kernspaltung. Jetzt haben wir noch die andere Seite. Das ist die Kernfusion. Dazu vielleicht zur Anschauung erstmal folgendes Diagramm. Hier habe ich die Kernladungszahl Z und hier habe ich die Bindungsenergie E. Damit Sie das verstehen. Hier irgendwo liegt Uran. Das von der Kernladung stabilste Element. Das heißt, welchen Kern ich so gut wie nicht mehr, oder nein, nicht mehr, sondern den ich ganz, ganz schwer spalten kann, nur mit sehr viel Energie. Das ist hier. Das kennen Sie, das Element. Eisen. Deshalb hat auch unser Erdkern einen hohen Eisenanteil. Das ist ein Grund mit. Das heißt, da geht die Kurve runter, hat hier ein Minimum und steigt hier wieder an. So. Und hier haben sie irgendwo Wasserstoff. Das heißt, ja, die Eisen muss ich jetzt auch ins Minimum zeigen. So. Bei Eisen haben Sie die maximale Bindungsenergie, das heißt, Sie müssen die maximale Energie wieder reinstecken, um den zu spalten. Hier oben sind die Kerne instabil. Hier haben Sie eine gewisse instabile Reihe. Das ist später die natürliche Radioaktivität. Die spielt hier eine Rolle. Und das schwerste Element, was nicht radioaktiv ist, wir haben noch keine Radioaktivität, aber was nicht radioaktiv sind, kennen Sie das? Blei, Pb. Das ist die Grenze. So, und jetzt bei einer Kernspaltung, dann geht man im Prinzip diese Reihe ein Stück runter. So. Das ist Kernspaltung.
Bei einer Kernfusion fängt man im Prinzip hier irgendwo an und geht den Berg runter. Das ist Fusion. Da geht man den Berg runter. Das heißt, man fängt mit ganz leichten Elementen an und geht zu schweren. Und Sie kennen alle, sag ich mal, den größten Fusionsreaktor. Einen großen Fusionsreaktor. Nicht in Frankreich. Die Sonne macht uns im Prinzip Kernfusion vor. Also Kernfusion, nehmen wir auch ein Beispiel. Also Kernfusion Beispiel, ich habe schweren Wasserstoff, Deuterium plus Tritium. Ich nehme meine beiden Isotope des Wasserstoffs und daraus kann ich fusionieren 4 Helium plus ein Neutron. Und hier wird im Prinzip ähnlich viel Energie frei. Hier wird etwa durch die reine Reaktion 10⁻¹² Joule frei. Das heißt, hier habe ich einen gewissen Vorteil. Der gewisse Vorteil liegt darin, wenn Sie sich Helium ansehen, haben Sie manchmal in Ballons drin, in Luftballons. Wenn Sie das eine östliche Neutron ansehen, das ist irgendwann, wo hatten wir die Reaktion, da unten ist es. Wenn er das geschickt macht, ist das irgendwann weg. Kernfusion wäre eine relativ saubere Sache gegenüber Kernspaltung, relativ sauber. Es entstehen auch ein paar radioaktive, durch das Neutron entstehen auch ein paar radioaktive Elemente, die sind aber nach 40 Jahren wieder weg. Jetzt ist die Frage, warum hat man nicht schon Kernfusion gemacht? Die Sonne macht es ja vor, machen wir es einfach nach. Wo ist das Problem? Haben Sie eine Idee? Ja, wofür brauche ich? Ich brauche hohe Temperaturen. Ich brauche eine Zündtemperatur oder eine äquivalente Zündtemperatur. Warum? Sehe ich mir doch das mal an. Wenn ich mir hier ansehe, ich habe ein Proton und hier ein Neutron und ich habe hier ein Proton
und habe zwei Neutronen. Wenn ich die jetzt zusammenfügen will, geht schlecht. Das heißt, die Protonen in ihrer Eigenschaft, dass sie gleich geladen sind, bauen, das elektrische Feld auf. Das heißt, die stoßen sich ab. Und normalerweise, Temperatur heißt ja gleich kinetische Energie der Teilchen. Das heißt, ich muss so viel Ekin erzeugen, ich muss so viel kinetische Energie erzeugen, dass diese Abstoßung überwunden wird. Das kann man auf zwei Weisen. Ich kann einmal die Temperatur erhöhen, dann zappeln meine Teilchen viel schneller und kommen irgendwann mal zusammen. Oder ich kann den Druck erhöhen. Ich kann den Druck erhöhen, indem ich von außen die Teilchen schon mal enger zusammenpresse. Das beides. Und man weiß heute, das liegt jenseits von 50. Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf. Also, Millionen, was steht denn hier drin? Steht hier was drin? Nee. Muss mal gucken, ob ich in dem schlauen Buch schnell was finde. Das liegt, soweit ich weiß, jenseits von 50 Millionen Kelvin. Also hier steht 10 hoch 8. Also es liegt 10, das ist ein etwas älteres Buch, 10 hoch 8 Kelvin. Nehmen wir irgendwas an. So, jetzt muss ich also mein Wasserstoffgemisch hier daraufhin aufheizen. Dann muss ich aufheizen auf 10 hoch 8 Kelvin. Wissen Sie, wie man das macht? Es wird einmal reingeschossen mit elektromagnetischer Strahlung. Zum anderen wird das Ganze in einem Magnetfeld gehalten. Das ist ein Magnetfeld wie ein Schlauch. Da sind die drin. Das nennt man das Tokamak-Prinzip. Und diese Geladenen, die sind geladen. Das ist der Trick. Die sind geladen, positiv. Und das ist gleichzeitig die Sekundärspule eines Transformators, der kurz geschlossen ist. Und dann hat man eine Primärspule drin, das ist so eine Überlandleitung, die geht da rein. Und die Energie wird praktisch in der Sekundärseite, wird praktisch die Energie reingepumpt und versucht, das auf Temperatur zu kriegen. Kontrolliert auf Temperatur zu kriegen. Und das ist äußerst schwierig. Und da bastelt man heute noch dran rum. Ich will keine Prognose abgeben, wann das, sag ich mal, sein wird, dass die erste kontrollierte Kernfusion stattfindet. Unkontrollierte Kernfusion finden, die kann man heute erzeugen. Das sind Kernwaffen. Die dritte Generation von Kernwaffen, soweit ich weiß. Muss da erstmal nachgucken. So viel heute zu Kernspaltung, Kernfusion.